H wie Herzinfarkt. Bei einem Herzinfarkt sind eine oder mehrere der kleinen Blutbahnen verstopft, die das Herz versorgen. Das kann lebensgefährlich sein. Diese Blutbahnen, die nennen Fachleute Herzkranzgefäße. Und diese Herzkranzgefäße, die beliefern das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen. So kann es seine Aufgabe erfüllen, nämlich Blut durch den Körper pumpen. Wie verstopfen Blutbahnen? Meistens sind sogenannte Plaques der Grund. Habt ihr vielleicht schon mal beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin gehört? Die Plaques, die wir hier meinen, die haben aber mit dem Belag auf den Zähnen nichts zu tun. Wir meinen Ablagerungen in den Blutbahnen. Die bestehen aus Fett und/oder Kalk oder verschiedenen Blutkörperchen. Mit der Zeit türmen sie sich zu so einem richtigen Pfropf auf und können die Blutbahn verstopfen. Aber noch nicht ganz, ein bisschen Blut kommt schon noch vorbei. Wenn es aber ganz schlimm kommt, dann verschließt dieser Pfropf das Blutgefäß wirklich komplett. Und es kommt zum Herzinfarkt. Je nachdem, wo und wie groß der Pfropf ist, kann das Herz dadurch sogar ganz aufhören zu schlagen. Manchmal kann es aber auch sein, dass ein kleiner Pfropf gar nicht in den Herzkranzgefäßen entsteht, sondern zum Beispiel woanders im Körper. Und dieser kleine Pfropf, der kann sich dann aber losreißen und mit dem Blutstrom zu den Herzkranzgefäßen kommen. Und dort bleibt er dann vielleicht stecken und es könnte ebenfalls zu einem Herzinfarkt kommen. Woran erkennt man einen Herzinfarkt? Es gibt verschiedene Anzeichen, die auf einen Herzinfarkt hinweisen können. Viele kennen die klassischen, aber Achtung, meistens kommen die nur bei Männern vor. Also Männer spüren bei einem Herzinfarkt meistens plötzlich heftige Schmerzen in der linken Brust, die teilweise auch in den linken Arm ausstrahlen. Oder sie spüren, als ob eine Art Gewicht auf der Brust liegen würde. Bei Frauen kann das anders sein. Frauen haben zum Beispiel weniger Schmerzen bei einem Herzinfarkt, sondern meistens wird ihnen übel oder sie kriegen kaum noch Luft. Egal wie, wenn man sowas an sich oder an jemand anderem bemerkt, dann sollte man unbedingt den Notruf wählen, die 112. Das war Gesundheit hören, das Lexikon, mit mir, Kari Kungel. Ich bin im Team von Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Mehr Informationen über den Herzinfarkt haben wir für euch in den Infos der Folge verlinkt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann zeigt ihn doch gerne einer Person, von der ihr denkt, er oder sie könnte ihn mögen. Übrigens, Herzinfarkte werden bei Frauen wegen der untypischen Zeichen, die wir ja gerade hatten, schlechter erkannt. Und bei Notfällen dann oft später behandelt. Das ist ein Grund, warum es wichtig ist, in der Medizin nicht nur den Mann als Standard zu haben. Wer das genau wissen will, das erklären wir in unserem Podcast für geschlechtergerechte Medizin, The Sex Gap. Verlinken wir euch in den Infos.